Ja, ich versuch's halt. Wie ging's dir denn? War das so weit? Entschuldigung, was ist sowas? Ist passiert? Alles okay? Meine Tochter, die ist gestürzt über eine Bordsteinkante. Ja. Und Sie sehen ja auch, sie hat diesen Schleier und sie sieht überhaupt nichts. Und ich mache mir solche Sorgen. Also sie kann jetzt übertreibst. Oh, sie kann kaum laufen. Hol doch einmal einen Rollstuhl. Kommen Sie mal her. Also am meisten Angst habe ich wirklich, dass ihr etwas passiert. Im Alltag, im Verkehr. Sie hatte jetzt diesen Unfall. Und was ist, wenn sie demnächst vor ein Auto läuft? Ja, sie sieht kaum was. Und ich habe aber auch Angst, dass ich meine Tochter verliere. Was ist denn genau passiert? Sag mal. Ich bin. Willst du es erzählen? Ja, ich bin über einen Bordstein gefallen. Okay. Mhm. Und dann hast du dir wo wehgetan? Hier am Fuß. Ist das der Fuß? Ja, der Knöchel. Ich zieh dann einmal den Schuh aus. Genau. Der Sturz ist das eine. Der Mutter der Patientin bereitet jedoch etwas völlig anderes Kopfzerbrechen. Denn aus unerklärlichen Gründen trägt ihre 15-jährige Tochter Alina seit 2 Tagen rund um die Uhr einen Schleier. Schau mal, solche Sorgen mit diesem Schleier hier. Nimm den doch einfach mal. Lass mich in Ruhe mit dem Schleier. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich wäre vielleicht auch sonst gestolpert. Ja, aber du siehst doch überhaupt nicht. Doch, sehe ich. Ich habe doch hier einen Schlitz. Ja, aber du bist doch schon gestolpert. Mama, du siehst gar nichts mehr damit. Meinen Sie erstmal. Beruhigen Sie sich erstmal. Wir gucken jetzt erstmal nach dem Kind, okay? Okay. Ja. Alina, würdest du deinen Schleier vielleicht einmal abziehen? Nee. Wie alt bist du? 15. Warum trägst du denn diesen Schleier, sag mal? Einfach so, weil ich den mag. Aber mit 15 kommt man ja nicht einfach auf die Idee, einen Schleier zu tragen, oder? Ja, ich schon. Aber ich bin ja jetzt nicht hier wegen dem Schleier, oder? Ja, aber mir tut der Fuß deswegen weh, nicht mein Kopf. Ja, du bist deswegen gestürzt, weil du gar nichts mehr siehst. Also sie ist voll verschleiert. Ich sehe das. Ich sehe alles. Also ich fände es ganz toll, wenn du den Schleier mal abnimmst. Jetzt nimm den doch einfach mal ab. Mama, nein, ich will nicht. Nein, wenn ich den abnehme, dann will ich nach Hause. Als ich Alina gebeten habe, das Kopftuch abzunehmen, ist sie sehr, sehr abwehrend gewesen. Also sie wollte das auf gar keinen Fall. Ich habe es halt dann nochmal und nochmal und nochmal versucht. Und sie wollte es einfach nicht. In dem Moment kann ich dann nicht anders, als es einfach nur akzeptieren. In so einem Fall, wenn Jugendliche das einfach überhaupt nicht wollen, reicht doch die Zeit nicht, um da eine Vertrauensbasis aufzubauen. Wir müssen den Fuß auf jeden Fall einmal röntgen, dass wir einmal gucken können, ob da irgendwas gebrochen ist. Mhm. Und ich fände es schön, wir sehen uns ja gleich nochmal wieder, wenn du dir dann einmal überlegen könntest, ob du den Schleier nicht doch abnehmen möchtest. Hm. Ja? Während es für die Zehntklässlerin direkt zum Röntgen geht, überschlagen sich die Gedanken ihrer Mutter. Die 44-Jährige wird den Verdacht nicht los, dass womöglich Alinas neuer muslimischer Freund ihre Tochter auf die Idee gebracht haben könnte, sich zu verschleiern. Ich mache mir solche Sorgen um meine Tochter. Sie sehen ja, ich komme überhaupt nicht mehr an sie ran. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mehr machen soll. Sie macht komplett dicht. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich meine, wir haben es jetzt versucht, den Schleier runterzukriegen. Ich weiß auch nicht, ob ihr neuer Freund dahinter steckt. Also ich komme mir schon ganz schäbig vor bei diesem Gedanken, aber weil das wirklich erst seit kurzer Zeit ist. Haben Sie denn den Eindruck, dass er in so eine Richtung geht, dass er wollte, dass... Eigentlich nicht. Also das ist ein ganz toller Typ. So. Und ich bin auch, passen auch gut zusammen, glaube ich. Aber seitdem ist das so. Also ich weiß überhaupt gar nichts mehr. Ne? 1000 Gedanken gehen mir durch den Kopf. Beim Röntgen hat sich gezeigt, dass Alinas Fuß nicht gebrochen ist, sondern lediglich gestaucht. Eine gute Nachricht. Doch das Grundproblem der Realschülerin bleibt nach wie vor bestehen. Denn die 15-Jährige will ihren Schleier partout nicht abnehmen. Was ich Ihnen da vorschlagen kann, wäre ein Familienhelfer, den einzuschalten, der dann vielleicht noch mal versuchen kann, ein bisschen zu vermitteln und auch einfach mehr Zeit hat, da an Sie ranzukommen. So eine Verstauchung kann tatsächlich ziemlich schmerzhaft sein und kann auch mal ein paar Tage anhalten. Wie lange genau, das ist natürlich sehr unterschiedlich und auch sehr abhängig davon, ob die Patienten sich dann wirklich schonen, ob die eben Schmerzmittel nehmen oder nicht oder ob die einfach nach 2 Tagen wieder rumlaufen, als wäre nie was gewesen. Tatsächlich kann die Schülerin ihren Fuß 2 Tage später wieder vorsichtig belasten. Den Schleier trägt Alina allerdings immer noch. Um herauszufinden, was dahinter steckt, haben ihre Eltern Familienhelfer Henning Braun verständigt. Mir gefällt das einfach. Red doch einfach mal bitte mit uns. Ich red doch mit euch. Was habt ihr denn für ein Problem? Erzähl mir da nichts. Alina, wir sind deine Eltern. Du kannst mit uns über alles sprechen. Ja, tue ich doch gerade, oder? Okay, der Familienhelfer ist... Vor allem, keine Ahnung, du kannst mich doch einfach mal machen lassen. Hallo. Guten Tag, Herr Braun. Komme ich da, glaube ich, gerade. Hab's gerade schon gesehen. Ja. Als ich die Treppe hochgekommen bin, konnte ich durchs Fenster schon das Streitgeschehen der Familie sehen.
Es war mir erstmal wichtig, den Streit zu deeskalieren und mir auch erstmal die Perspektive von Alina anzuhören. Die Meinung der Mutter und des Vaters, die kannte ich schon vom Telefon. Und deshalb bin ich mit Alina erstmal in ihr Zimmer gegangen. Erzähl mal, was ist denn los? Ja, nichts ist los. Meine Eltern nerven mich die ganze Zeit, weil ich das Kopftuch trage. Ja. Mir nicht. Und seit wann ist das jetzt genau? Dass sie mich nerven die ganze Zeit, aber das Kopftuch trage ich seit 4 Tagen ungefähr. Und hast du sonst irgendwie Stress mit deinem Papa, mit deiner Mama? Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt nur von deiner Mutter gehört, du hast jetzt einen Freund noch. Ja. Da gibt's jetzt irgendwie Stress? Mit dem Freund? Nein. Gar nichts? Nee, mit dem ist alles in Ordnung. Okay. Ich will einfach nur, dass sie mich endlich in Ruhe lassen. Ich kann das verstehen. Also du musst ja irgendein Problem mit dir tragen. Ich kann ja auch deine Eltern verstehen. Die sind ja jetzt auch besorgt, ne? Ja, aber das ist wirklich nicht so, dass ich irgendwie ein tieferes Problem habe oder sonst was. Es ist einfach, keine Ahnung, ich will das jetzt erstmal so beibehalten. Ja. So, bitte erklären hier. Das ist Hallo. Der Elias, Ihr Freund. Ach, Herr Braun, freut Papa, mich. Hast du ihn ernsthaft mitgebracht jetzt? Ja. Wie peinlich. Wieso peinlich? Ich möchte, dass er jetzt auch mal was dazu sagt. Nein. Du machst das doch schließlich seinetwegen. Ich muss ja nicht so laut reden. Es ist ja nicht verkehrt, dass er jetzt da ist. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich möchte, dass er jetzt auch mal was dazu sagt. Ja. Trotzdem, ich finde es nicht verkehrt. Kleinen Moment kurz. Wenn Sie vielleicht noch mal zu Ihrer Frau gehen, weil ich gerade noch mit Alina im Gespräch war. Jetzt Elias kann jetzt mal hier bleiben und ich komme gleich zu Ihnen. Ja? Ich merke, Sie sind ja, emotional. Ich möchte gucken, die kriegen da schon raus. Ja. Vertrauen Sie mir. Warum trägst du einen Schleier? Das hat gar keinen Grund. Wie gar keinen Grund? Ja, einfach so. Ja, ich mag den einfach. Also du weißt jetzt auch nicht, warum sie das macht? Nein, das habe ich schon gesagt. Er hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Also nein, das war eine Religion. Sich auch nein, du weißt, nicht streng gläubig. Ich weiß. Nein, ich mache das nicht deswegen. Nein, Quatsch. Das hat keinen religiösen Grund. Jetzt mal. Haben Sie sie schon mal ohne Schleier gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Haben Sie vielleicht noch? Wen interessiert das denn jetzt, wie ich ohne Schleier? Also wirklich, einen Schleier braucht sie wirklich nicht. Guck mal, du bist Alina? Ein richtig hübsches Mädchen. Kann ich hey, mal zeigen. Erkennst du sie noch wieder? Guck mal. Ja, ich weiß, wie ich aussehe. Ich habe einen Spiegel. Ist da irgendwas, was dir nicht gefällt? Nein, nein. Gar nichts? Nein, das... Aber verstecken musst du dich nicht. Hey, jetzt red doch mal bitte. Alina. Elias, das hat wirklich keinen Grund. Echt nicht. Ich habe eine kleine Idee. Pass mal auf. Würdest du deiner Freundin mal die Augen verbinden, ja? Okay. Ja, ich meine, dass sie den gar nicht sieht. Okay. Könnt ihr kurz hier machen. Darf ich mal kurz mir ein paar Gegenstände hier aus dem Zimmer nehmen? Ist das in Ordnung? Klar. Alina ist direkt drauf eingegangen. Sie hat sich von ihrem Freund die Augen verbinden lassen und hat ja auch mitgearbeitet. Das zeigt mir natürlich auch, dass sie den Wunsch hat, dass jemand ihr hilft. Sie hat ja nicht sofort abgeblockt und ist auf meine Aktion eingegangen. Zum jetzigen Zeitpunkt ahnt nicht einmal der Sozialpädagoge, dass der Grund für Alinas Verschleierung etwas ist, das beinahe jeden hätte treffen können. Offenbar hat die 15-Jährige Angst vor der Reaktion ihrer Eltern und ihres Freundes. Das Mädchen hat eine falsche Entscheidung getroffen, die es gerne rückgängig machen würde. Aber vorab möchte ich schon mal sagen, Elias macht sich auch Sorgen, der weiß auch nicht, worum es geht. Dem ist das auch noch alles Neuland. Mir ist aber jetzt wichtig, dass alle wirklich dabei sind bei dem Spiel. Es ist ein kleines Familienspiel. Ich löse es auch erst am Ende auf. Vielleicht kennen Sie sowas ja, das Greifen ins Unbekannte. Man hat Gegenstände und muss die mit verbundenen Augen erkennen. Das sind jetzt Gegenstände, die habe ich aus dem Zimmer von Alina geholt. Die müsste sie eigentlich kennen. Und vielleicht können Sie den Beutel mal halten. Ja. Und du kannst dann mal Alinas Hand reinführen und sie muss einfach mal ertasten, was es ist. Meine Aktion, die Katze im Sack, wollte ich machen, um Alina sinnbildlich darzustellen, warum sich alle Beteiligten Sorgen machen und sie dazu drängen, Schleier abzunehmen. Es ist ja sehr offensichtlich, dass sie ein Problem hat. Nur sie sagt nicht, warum oder sie kann es nicht sagen, warum. Letztendlich war es für mich ein Hilfeschrei, aber parallel schweigt sie. Und diese Kombination, Hilfeschrei und Schweigen, macht natürlich allen Beteiligten Angst. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich das denn jetzt erraten? Das hier ist meine Bürste. Ja, schon mal ein Punkt, das ist richtig. Können Sie nehmen, genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es sind 5 Gegenstände drin auf jeden Fall. Lippenstift? Ich weiß nicht. Ja, das reicht mir eigentlich auch schon. Du kannst jetzt auch mal das Tuch abnehmen, kannst dir mal helfen vielleicht. Weil es ist wahrscheinlich auch ziemlich warm und unangenehm. Jetzt siehst du wieder was. Mir ist erstmal wichtig, dass du mir sagst, wie du dich gefühlt hast. Ja, nicht so gut, ne? Das kann ich mir vorstellen. Weißt du auch, warum ich das gemacht habe? Nee, keine Ahnung. Jetzt stell dir mal vor, du hast den Beutel, ne? Ja. Und der Beutel ist voll mit Sachen. Und das ist jetzt wahrscheinlich dein Problem, was du hast, dein Konflikt. Und deine Mama, dein Papa und dein Freund, die machen sich alle Sorgen. Die sehen, dass dich was belastet, ne? Das ist ja wie ein Hilfeschrei, den du gerade hast. Aber du schweigst.
Und das heißt, wir haben dir die Augen verbunden. Und das ist eigentlich mehr oder weniger die Perspektive von deinen Eltern und von deinem Freund. Wir wissen noch gar nicht, warum du das machst. Da irgendwas muss doch dahinter stecken. Guck mal, ich habe gedacht, das wäre wegen Elias. Nein, Papa, ist es nicht. Ich habe dir ja schon mal erklärt. Ja, aber dann, Schatz, dann sag uns doch, warum du das trägst. Bitte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dich dann auch besser fühlst. Du kannst uns wirklich alles sagen. Du kannst mit uns reden. Hey, du bist doch mein Baby. Du wirst es auch immer sein. Okay. Ja, ich sag's jetzt einfach. Da siehst du, sehe ich, wie ich die schönen Haare. Was hast du denn? Ich habe mir versucht, Augenbrauen nachzutätowieren. Aber es ist irgendwie nicht so. Es hat nicht so geklappt. Du hast selber versucht, deine Augenbrauen zu tätowieren? Also, ich finde, das sieht nicht schlimm aus. Echt? Ja, echt. Es gibt Schlimmeres, Mann. Das sieht doch. Es ist halt ultra peinlich gewesen. Deswegen habe ich das auch die ganze Zeit getragen. Und ich habe mich nicht getraut, rauszugehen. Aber, Alina, selbst wenn du das jetzt so reust, da kann man was machen. Ich kann dich ja verstehen. Das ist ein junges Mädchen. Wir wissen alle, wie junge Mädchen sich gerade in dem Alter fühlen. Ne? Jetzt hast du ein Experiment ausprobiert. Ne? Ich hoffe mal. Ist leider in die Hose gegangen. Ne? Genau, aber man kann daraus lernen. Und weißt du, was in dem Wort Fehler drin steckt? Das Wort Helfer. Ja? Und das bedeutet, dass man eigentlich aus Fehlern lernt, dass die dazu da sind, dass man gerade in solchen Situationen zukünftig besser mit umgeht. Ich denke, guck mal, alle stehen dir bei, selbst dein Freund. Ja, keiner hat was gesagt, eigentlich lachen alle drüber. Und hättest du das früher gemacht, dann hättest du diese ganze Situation sparen können. Ja, das habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, aber das kriegen wir hin. Wir werden eine Lösung finden. Für mich war es sehr rührend, dass die Familie zu Alina stand. Der Vater, die Mutter, aber auch der Freund. Und ich denke mal, gerade dieses Ereignis wird die Familie noch mal zusammenschweißen und auch den Freund als neues Familienmitglied an die Familie binden. Alinas Eltern haben sich bei ihrem Freund Elias dafür entschuldigt, dass sie dachten, er wäre der Grund für die plötzliche Verschleierung. Außerdem haben sie ihrer Tochter eine Laserbehandlung bezahlt, damit die falsch tätowierten Augenbrauen schnellstmöglich verblassen und sich die 15-Jährige wieder wohlfühlt.